Hallo, ich grüße euch. Ich habe noch mal einen kleinen Nachtrag. Ich habe mir gerade das Video noch mal angeguckt, in Teil 24. Wir machen jetzt mal in Teil 24b. Das haben wir ja schon mal bei anderen Teilen auch schon mal gemacht. Und zwar folgendes: Ich habe es gerade bei Golem geguckt. Da gibt es einen super Artikel zu der Mondfinsternis und dem Supermond. Und zwar passiert das in der Nacht vom 27. zum 28. September, also heute Nacht. Und zwar in frühen Morgenstunden. Ich muss mal die Brille nehmen, weil es ist kleine Schrift. Ich sage mal das durch, weil ich werde es dann gleich vorab hochladen. Da ist also der Teil B eher da wie der Gesamtteil, es macht aber nichts. So, also es geht los. Heute Nacht 3:07 Uhr, dann tritt der Mond in den Kernschatten ein. Um 4:11 Uhr ist er komplett im Kernschatten. Und in der er fast eine Stunde bleibt, bis 5:23 Uhr. So, und um 6:27 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten. So, ihr seht das hier, wie das hier aussieht. Guckt euch das nochmal bei Golem genau an. Ja, ne? Ich schicke das dann nochmal im Videokommentar rum. Die nächste Konstellation passiert dann erst wieder 2033, ist also doch nicht so sehr häufig. In den früheren Ereignissen, die kann ich nochmal kurz nennen, die sind ja auch genannt. 1910, 1928, da hatten wir 1929 die große Rezession, 1946 und 64. 64 ist die Revolution, die soziale Revolution gewesen. Also es sind schon immer Ereignisse. Lässt euch am besten mal bei YouTube die Videobeschreibung mit den anderen Beiträgen zu dem Thema durch. Das kann ich jetzt nicht alles so aus der Kalten abspulen. So, noch eine Geschichte. Ich habe mal inzwischen hier die beiden Kalender hier angebracht. Die sind aber zu weit weg, dass ihr das im Video seht. Ihr könnt euch das Tool selber runterladen. World's Last Chance.com. Also der Welt letzte Chance. Also zwischen dem World und dem Last ist ein S, ansonsten .com. Das ist eine Organisation, die gemerkt hat, dass die Kirche von der wirklichen Wahrheit abgewichen ist, und die haben gesagt, wir machen das nicht mit, wir machen nur das, was wirklich sauber hergeleitet worden ist. Und die beschäftigen eben mit solchen Dingen. Und dort sind viele Wissenschaftler drin, viele Theologen, die aus der Staatskirche da ausgestiegen sind und gesagt haben, also das machen wir nicht mit, eine Mischung mit Freimaurerei wollen wir überhaupt nicht haben. So, die haben sehr gute Kurse auf den Weg gebracht. Leider fehlt mir die Zeit, das alles zu übersetzen. Wer die Möglichkeit hat, guckt euch die Videos an, versucht, einen deutschen Videotext Untertitel davon zu generieren, und dann könnt ihr den bei YouTube hochladen, sodass also alle anderen dann auch die englisch gesprochenen Videos auch in Deutsch mitverfolgen können. Das wäre eine große Bereicherung, weil aus unseren Kirchen kommt nichts mehr. Ich erwarte auch nicht, dass es in den nächsten 5, 6 Jahren zu einer grundlegenden Änderung kommt. Liegt einfach an den Verträgen, die ich schon im Teil 24 erwähnt hatte. So, machen wir uns nochmal über die Geschichte her, warum wir hier 29 und 30 Tage haben. Ich habe es vorhin in den letzten Videos schon gezeigt, ich muss es nicht nochmal einblenden. Also, im Oktober hat hier geht es um den 13. Oktober. Der 13. Oktober ist der Neumond. Im Juni-Solarkalender ist es der 1., das hatte ich ja schon erklärt. Und dieser Monat hat 30 Tage, während alle anderen 29 haben. Und das wechselt sich immer im bestimmten Rhythmus ab. So, ich habe jetzt gerade mal nachgewaschen. Ich dachte immer, es sind 28 Tage im Monat, aber es ist nicht so. Weil man muss unterscheiden, von welchem Betrachterzeitpunkt, von welchem Betrachterstandpunkt man den Mond beachtet. Es ist nämlich nicht egal, ob der Mond bezüglich des restlichen Universums immer an der gleichen Stelle ankommt oder ob der Betrachter von der Erde den Mond, also von Neumond zu Neumond, guckt, weil ja die Erde sich in der Zeit weiterdreht und sozusagen die Zeit länger braucht, bis wir wieder einen Neumond haben. Und diese Berechnung ist ja für den Kalender wesentlich. Und ich tue euch das mal hier aus der Wikipedia zitieren. Ich zitiere nicht gerne aus Wikipedia, weil ich sage immer Wikipedia dazu. Aber man muss auch mal positive Entwicklung auch mal positiv erwähnen. Und hier bei dem Artikel haben sie sich dann wirklich mal Mühe gegeben und das ordentlich aufbereitet. Und ich denke mal, das ist vorzeigbar. Ja, ich tue es mal machen. Ja. So, also, man unterscheidet synodischer Monat. Das sind 29,53 Tage. Und hier wird angeguckt, ob der Mond wieder die gleiche Stellung zur Sonne hat. Na, kann man ja vermessen, ist ja kein Problem.
So, und das ist der Monatsbegriff, der von Neumond zu Neumond interessant ist. Und das ist genau die Stelle, die für den Lunisolarkalender wichtig ist. Und dieser Zyklus wird eben dadurch eingehalten, indem es Monate mit 29 und 28 Tagen gibt. So, jetzt kommen wir zu der Stelle, wo es um die 28 Tage Monat geht. So, und hier wird einfach nur angeguckt, wie lange dauert es, bis der Mond bezüglich zu dem Fixstern wieder an der gleichen Stelle steht. Ne? Also ein Beobachter von dem Fixstern auf die Erde würde sehen, dass der Monat 27,32 Tage braucht. Weil ihm die Erddrehung ja nicht interessiert. Ne? Also der Alien sieht den Mond mit 27,32. Und wir sehen ihn mit 29,53. Und das erklärt die 2 Tage. Deswegen kommen wir hier immer auf 29, immer auf 30 Tage. So, und dann gibt es noch den sogenannten anomalistischen Monat. Das bedeutet, der Mond von Perigäumsdurchgang zum nächsten. Also der Mond hat die Bahn des Mondes ist nicht exakt kreisförmig, sondern die ist Ei, wenn man so will. Und dieser Zyklus ist eben ähnlich im Monat. Und da kommen wir auf 27,56. Ne? So, das sind die 4 Möglichkeiten. Je nachdem, welche Frage man sich stellt, welche man beantworten, müsste man dann in entsprechenden Zykluszeiten der Bahnperioden raussuchen. So, guckt euch das bitte in Farbe an. Ich habe es hier leider nur in Schwarz-Weiß. Das sind nochmal die einzelnen Mondphasen da. Und ich denke mal, ich werde mir das heute Abend angucken. Ich hoffe mal, dass man nicht wegfriert, weil es ist durchaus ziemlich kalt jetzt auch. Aber ich mache dann morgen nochmal ein Video, was mir so alles in der Nacht eingefallen ist. Man muss sich da einfach auch mal die Zeit nehmen, weil das ist so ein seltenes Ereignis. Das ist es einfach wert. Ne? Ich mache das Video, dieses Teil jetzt auch nicht sehr lang, damit ich das jetzt gleich noch hochladen kann, weil mit dem 24. Teil, der braucht einfach zu lange. Ne? Okay? So, später.